Guten Tag, Edith, Samara-Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin. Ich freue mich sehr, heute die vietnamesische Übung des Lächelns mit Ihnen zu praktizieren. Diese Übungssequenz lässt uns das Lächeln üben, das wir sehr gut brauchen können, um unseren Alltag zu bewältigen und unser Herz für die Begegnungen mit den anderen zu öffnen. Üben wir auch noch dazu mit immer bewussterer Atmung, haben wir ein ganz natürliches Medikament für unsere Atemwege kennengelernt. Diese Atemwege, die in unserer modernen, heutigen Zeit sehr oft belastet sind. Die Kronposition. Die Füße sind mehr als schulterbreit auseinander, parallel, Knie leicht gebeugt, Rücken aufrecht, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Kinn leicht angezogen, die Zungenspitze am Gaumen hinter den oberen Schneidezähnen. Erste Bewegung, einatmen, Luft anhalten, dehnen, ausatmen, lächeln. Einatmen, dehnen, ausatmen, lächeln. Einatmen, dehnen, ausatmen, lächeln. Zweite Bewegung, Arme nach hinten, einatmen, Luft anhalten, dehnen, ausatmen, lächeln, einatmen, dehnen, auslächeln. Dehnen, aus, lächeln, durchatmen, dritte Bewegung, Arme waagrecht, einatmen, Luft anhalten, dehnen, ausatmen, lächeln. Einatmen, dehnen, aus, lächeln. Ein, dehnen, aus, lächeln. Nächste Bewegung, Arme senkrecht, einatmen, dehnen, aus, lächeln, einatmen, lächeln.
Die nächste Bewegung, Ausgangsposition, Arme waagrecht. Handflächen nach oben, Fingerspitzen in den Schulterrücken. Einatmen. Luft anhalten, dehnen. Aus, lächeln. Nächste Bewegung, die Füße noch etwas weiter auseinander. Wir öffnen den linken Fuß, rechte Hand in die Taille, linke unterm Bauchnabel. Schauen auf die linke Hand einatmen. Luft anhalten, dehnen. Ausatmen, lächeln. Los, linken Fuß reinholen, rechten Fuß öffnen, linke Hand in die Taille, rechter Arm unterm Bauchnabel, schau auf die rechte Hand einatmen. Ich wünsche Ihnen, dieses Lächeln mit in Ihren Tag, in Ihr Leben zu nehmen. Bleiben Sie gesund und bis bald wieder.